vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Viecher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich habe so einen richtigen Kampf mit den scheiß Viechern angefangen, ja? Und es war eigentlich keine mehr da. Und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee. Nach Au. Da saß also ein Monstrum von Made, die war so lang. So schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Am Tisch sitzen haben möchtest und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das denn in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück?